Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 13. Dezember 2020. Gerüchten zufolge hat Ruyan seinen ersten Botengang erfolgreich zu Ende gebracht. Ruyan war noch nie allein auf einem Botengang unterwegs. Gegner der Aktion argumentierten, ist er nicht zu jung dafür? Aber Ruyan konnte alle Zweifler mit einem zuversichtlichen Ich kriege das schon hin überzeugen. Und wurde schließlich mit dem Botengang betraut. Er wurde zwar von Hunden verfolgt und hat außerdem das Wechselgeld an der Kasse vergessen, aber den Botengang konnte Ruyan erfolgreich abschließen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ja, das hier ist eine wirklich friedliche Insel. Wie amüsant. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Lisa Nitti. Der 13. Dezember war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten. Bye.